Also mich hat es erschüttert und auch unsere Mitglieder hat es sehr, sehr erschüttert, vor allem die solche Situationen noch nicht erfahren haben. Die waren wirklich sehr verängstigt und sind mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Ich habe solche Situationen schon öfter erlebt, deshalb ist es für mich so ein bisschen normaler, aber das finde ich eigentlich das Schockierende daran, ja. Die Stimmung ist extrem aufgeheizt. Ein Riesenlärm im Zentrum von Hirscheid im Landkreis Bamberg. Pfeifkonzerte, Parolen werden gebrüllt. Dazu unschöne Gesten an den Scheiben einer Gaststätte. Die Polizei verhindert, dass Demonstranten in die Gasträume eindringen. Anlass: die Jahreshauptversammlung der Bamberger Landkreisgrünen, die abschließend abgebrochen werden muss. Die Lage wird offenbar immer bedrohlicher. Wenn irgendwas gestern passiert wäre, dann hätte aus meiner Sicht die Polizei, die vor Ort war, auch nicht Handlungsspielraum gehabt, da großartig was zu machen. Gerade weil wir ohne Abstand durch diese Versammlung durchgeleitet wurden und die Stimmung sehr, sehr aufgeheizt war und solche Stimmungen natürlich schnell kippen können. Ja. Die Protestveranstaltung ist spontan und nicht angemeldet. Dennoch sind der Polizei die Hände gebunden. Die Auflösung einer Versammlung ist seit jeher die Ultima Ratio in dem Gesetz, also das letzte Mittel. Und wenn eine Versammlung nicht angemeldet ist, dann gehen wir davon aus, dass es sich um eine Spontanversammlung handelt. Und auch diese genießen den vollen Schutz, den vollumfänglichen Schutz des Versammlungsrechts. Dennoch gibt es wohl Vorfälle, die strafrechtlich verfolgt werden könnten. Es wurden tatsächlich verschiedene Sachverhalte an uns herangetragen. Jetzt wird jeder einzelne Sachverhalt geprüft. Sollten Straftatbestände, Ordnungswidrigkeiten, Bestände vorliegen, so werden die natürlich in aller Konsequenz verfolgt, ganz klar. Hermann Greif, oberfränkischer Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands, zeigt sich schockiert von der Aktion in Hirscheid und distanziert sich deutlich von Protesten, die zum Teil immer mehr ausarten. Was man nicht will, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ich möchte das bei mir auf dem Hof auch nicht haben, dass ich Polizeischutz vielleicht brauche, um eine Veranstaltung durchzuführen. Wir leben in einer Demokratie, da gilt es zu reden, miteinander zu diskutieren, Probleme zu lösen. Das erwarte ich mir natürlich auch von jedem, der so eine Demo macht, auf eine solche Demo geht. Eindringlich appelliert Greif an die Landwirte, Recht und Gesetz einzuhalten. Ansonsten werde man auch durchgreifen. Es gibt nur einen Weg bei Demonstrationen. Punkt 1, ich melde das Ding an, ich spreche vorher mit der Polizei. Die Leute wissen, dass jemand da ist zum Demonstrieren. Ich biete mich vorher, vor der Veranstaltung an, eine Diskussion, vielleicht auch im Außenbereich zu führen. Diese wird gesittet und sauber durchgezogen. Und letztendlich verhindere ich jeden. Jeden, das haben wir bei allen Demonstrationen, ich war da auch aktiv mit dabei, der kommt und radikale Dinge im Kopf hat oder vielleicht auch am Schlepper hat, das wird entfernt oder die Person wird aus der Demo entfernt. Inwieweit der Appell greift, ist unabsehbar und auch, wann die Landwirte sich wieder beruhigen werden.